Civi wieder raus, hast dein Burst schon gemacht. Es ändert sich nichts. Carver ist extrem einfach für Kha'Zix im Vergleich zu sowas wie LeBlanc oder Lee Sin. Weil das sind Skillshots und so, die kannst du halt nicht anti-invissen. Du kannst Carver wie anti-invissen an sich. LeBlanc eh der Kha'Zix auf, natürlich, ja. Deswegen ist das hier auch. Also deswegen ist LeBlanc wahrscheinlich einer der besten Champions in Kha'Zix. Vielleicht sogar der beste. Maybe nach TF. TF geht nochmal ein Stück weiter. Weil TF ist tatsächlich ein Point-and-Click. Annie ist auch schwierig, ja, weil die hatten AOE-Stun, den du dich dodgen kannst, also mit Invis. Gewonnen erstmal. Die Nami ist X9. Walk with me, bro. Ja, natürlich, Leute, wenn sie mit mir läuft, laufen wir weg von der Botlane in den Kha'Zix rein, halten den Kha'Zix ab, gehen in die Mitte. Wenn die Gegner moven, haben wir diese Wave hier danach zu catchen und wir fighten halt hier in der Mitte. Mit unserem Midlaner und unserem Jungler. Das war absoluter Heartbreak. Das Ding ist, das war jetzt einfach nur bad, weil sie dachte, dass es bad ist. Und halt nicht mitgemoved ist. Der einzige Grund, warum das nicht geklappt hat, ist, weil sie denkt, dass es schlecht ist. Einziger Grund. Weil ich war ultra confident in dem Play und sie halt nicht. Leute vergessen, wie useless Kha'Zix ist, wenn man nicht isoliert ist. Aber was ist vergessen? Wahrscheinlich auch einfach nicht. Vor allem Leute, die supporten oder nicht jungeln. Also okay, unser Riff steht trotzdem gut. Top Lane gewinnt, Mid Lane gewinnt. Ich glaube Jungle gewinnt auch. Komplett insane wäre das Play gewesen, wenn wir. Peace.
wenn wir den Drangler da noch hätten. Ne? Warum lehnt sie jetzt bei uns? Was hat denn mit dem für ein Grief? Zeit gewesen von Kha'Zix, das ist was ich meine. Also wenn da so Jungle da ist, können wir den Kha'Zix zone und den Red nehmen, ne? Aber egal, it's fine, Leute. It's okay, the game is winnable. Game is winnable. Vielleicht sollte ich mir Armor kaufen hier. Oh Mann, das ist eigentlich ein wichtiger Dragon Ward. Ah, ne, meine Kassi ist da oben. Sollte okay sein, oder? Ich krieg genug Mana wieder zurück. Er muss mad sein. Er wird Dragon nehmen, ne? Er hat nichts anderes zu tun, also es ist logisch, dass er Dragon macht. One-shots me. Aber nicht wirklich, warum wir nicht mit auf die Senna gegangen sind.
vergiftet ist, oder? Feel what I feel. Schlechter Flash. Wait, sie geht raus. Ja. Wenn er nicht ja sagt, werde ich es nicht nehmen. Wer zum Fick ist Arguin? Oh, it's nice. Thank you. Nice, Alter. Ist das das erste Kados-Game, dass die Action mal gecarried werden endlich? Ja, ne? Feels great. Feels absolutely great. Nias, danke schön, Pinsam. Nach 200 Kados Games, wo wir even gehen, aber unser Team verliert, endlich mal ein Win. Nein, das ist sad. Umbrella Glaive Rush. Du hast mir das nicht beigebracht, Mr. Lorax. Ich weiß nicht, ich werde hier für die Felti gehen, die Sonne. Ich meine, in dem Game weiß ich nicht. Actually, ich weiß es nicht. Ich meine, er ist jetzt nicht useless oder so, ne? Den C Kha'Zix, ja. Aha, weil Kha'Zix auf Invis ist. What? Hallo? No joke, wenn ich lose, ich mich so hassen. Wenn Gegner Shelayna dich counterjuggeln, das ist so disgusting. Das ist das schlimmste Gefühl ever. Na, sie kann probieren, mich zu diven. Auch noch bekommen, ne? Wichtiger Ken-Minion da. Wir werden jetzt wahrscheinlich die Wave pushen und dann executen gehen, weil der Kha'Zix von hinten kommt. Oder? Muss ich nicht mehr. Dun, 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 dun.
Objective Bounty, ist schon heavy. Das ist schon tatsächlich heavy, ja. Du gehst nicht mit Lethality. Ich meine mit Lethality meine ich Magic Fan, Freunde der Sonne. Mein Leben. Dash. Ich werde nicht one-shotted. Wenn ich mit den Minions bleibe, also bleibe ich immer bei den Minions. Ich finde, dieser Trit ist so überfällig, oder nicht? Den hätten wir schon viel früher nehmen sollen. Man hätte nicht reingehen müssen. Wait, she had eine TP. Oh, ich dachte auch, sie hat TP. Oh, ich dachte auch, sie hat TP. Lieber ein allein leben, man wie unlucky. Well. Ich muss aber sagen, das war ein großer Fehler, da reinzugehen, ne? Weil der kommt da nicht raus gegen Kalixlo. Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, er kann carryen. Ich glaube, er kann das Game carryen. Ich finde das sehr interessant. Das ist broken. Actually, ich glaube, das ist broken. Wie wird er damit gemacht mit 200 Pro? Ich ult. Alter, macht so viel Schaden, Bro. Für den Support. Hammer. Ich kann, wenn wir Engagement King gewinnen, so. Wenn wir ja von vorne nicht gehen können, I guess. Okay, bist du da? Wait, was? Keine Ahnung, einfach gar nicht mehr so bad, wie ich dachte. Das Problem ist, dass die Rex mich halt immer beschottet, ne? Focus.
schwieriger Fight. Ich glaube, wir gewinnen das. Alter. Ich glaube nicht, dass die Idee so gut war. Aber it's okay, I guess. Vor allem war mir Umbrella gegangen. Ich glaube, das war ein riesen Fehler von mir. No cap. Das ist ein Fehler von ihr. Ich meine, da ist der Lethalitiker sich auch echt schnell gestorben gerade, muss man sagen. Er wurde ja wesentlich von der Karma gewonshottet, von Dingens. Nami. Stick together, friends. Stay grouped. Focus. Was? Noch Exhaust. Die Wechsel kann Problem sein. That's pretty good now.
Pretty fucking good. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen darf. Ich meine, ich brauch's nicht unbedingt. Bin ich. Also, mein Mana-Spar ist schon fein. Der ist nicht tot! Ja, der Clips bekommen, ne? GG. Schön, endlich mal ein fucking Game gewonnen, mit Karthus. GG replayed. Oh, endlich! Boah, war Kha'Zix useless, stimmt. I completely agree, er war diese Runde useless, aber er hat auch ein losing Team. Und ich meine, vielleicht ist Karthus Navi echt auch schwierig für Kha'Zix, muss man auch sagen. Not sure. Also von meiner Erfahrung her kannst du mit Kha'Zix gegen Karthus nichts tun. Vor allem Full Damage Kha'Zix, ne? Warum werde ich von einem Kartier das ganze Geld gekauft? Ja, I agree.